Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Einkaufsvideo. Bevor wir beginnen, zeige ich euch mal kurz, was ich von meinem Küchenchef bekommen habe, beziehungsweise eigentlich von der Firma, wo ich arbeite. Das werden wir dann mal auspacken, denn mein Küchenchef hatte Geburtstag und wir alle haben sowas bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum, es war sein 50. Jedenfalls habe ich ihm gratuliert nachträglich. Und erfuhr, dass das vor 3 Wochen gewesen ist. Das ist peinlich. Oh, Gott, oh Gott. Okay, weiter im Text. Umweltfreundlich verpackte Bananen, alles Top-Qualität. Ich glaube, da muss ich auch nicht allzu viel dazu sagen. Die kennt ihr. Und da muss man auch nicht viel beschreiben. Dann habe ich hier einmal Senf geholt. Ich habe eigentlich noch so einen Senfeimer im Kühlschrank stehen. Mit der Uhr, die nicht funktioniert, direkt hinter mir. Aber der hier ist scharf. Und ich liebe scharfen Senf. Dann haben wir hier auch umweltfreundlich verpackt, alles tipptopp. Das sind Gold-Kiwis. Ich wollte eigentlich noch mal grüne Kiwis haben, habe sie aber nicht bekommen, also muss ich mich damit begnügen. Ich denke, das ist okay. Hier im Hintergrund, ich musste ein bisschen umräumen hier, weil ich habe die Küche gerade voll, habe ich mir mal verschiedene Biersorten geholt. Zwei davon sind alkoholfrei. Ich glaube, warte mal. Ja, das hier. Braustolz einmal, keine Ahnung, wie das schmeckt. Und Karameister, weiß ich es genau, aber das schmeckt gut. Manche würden jetzt lachen, aber ich muss nicht immer irgendwas Alkoholisches trinken. Das hier hat Alkohol. Das ist Barockner. Baronka. Ach, kann da kein Mensch aussprechen. Hier, nur mit der Dame auf dem Deckel. Dazu gab es sogar was. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist der Grund, warum ich mir 3 Flaschen geholt habe. Wo habe ich es denn? Oh Gott. Ah ja. So, eine Trinkflasche, die gab es gratis dazu. Fragt sich nur warum. Iron Max. Oder Iron Max. Stelle ich mir neben das Bett, habe eine Wasserflasche dafür. Ich denke, das ist ganz okay. Ach du Scheiße. Okay. Die hat da drin so ein Netz, wie ich merke. Habe ich noch gar nicht gemerkt. Das wird sicherlich irgendeinen Grund haben, wahrscheinlich, um irgendwelche Stücke rauszufiltern. Naja. Sie wird ihren Zweck zum Wassertrinken erfüllen, denke ich. Und dann greifen wir gleich mal hier hin. Blumenkohl. Nicht verpackt, einfach so. Daraus würde ich irgendwann ein neues Kochvideo machen. Demnächst jetzt. Mal gucken, was ich dazu mache, weiß ich nicht. Aber mir war wieder mal nach Blumenkohl zumute. Lassen wir uns überraschen. Da weiß man, was man hat. Auch wenn es schon irgendwo ausgelaufen ist, wie ich feststellen musste. Ich glaube, hier sogar. Was ist denn das? Ist das denn runtergeflogen? Könnt ihr es sehen? Schmierig am Rand. Ich hasse das. Na, keine Ahnung. Oder die haben es irgendwie mal aufgemacht und nicht richtig zugedreht. Ich finde es eine Sauerei, aber egal. Das war nicht teuer. Das mit dem Neu ist übrigens übertrieben. Nichts von dem ist neu. So, was haben wir als nächstes? Oh Gott. Ah ja, hier. Toilettenpapier. Ah ja, 100% Leistung. Top. Klassisch. 200 Blatt. Toll. Dreilagig. Mindestens, möchte ich sagen. Was anderes käme mir gar nicht in die Rolle. Und natürlich unparfümiert, das ist das Wichtigste. Ich kann parfümiertes Toilettenpapier nicht aus. So, dann haben wir hier Bio, norwegischer Lachs. Der wird vom Geschmack keinen großen Unterschied machen, schätze ich mal. Aber hier haben wir Iglo-Spinat, von dem ich feststellen musste, dass ich den sogar noch mal im Kühlschrank habe. Kein Problem. Dann gibt es Lachs, Spinat und vielleicht Blumenkohl. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen, ob das passt. Dann haben wir hier leichter Genuss Käse. Eigentlich habe ich den bloß geholt, weil der nicht so viel inne hat. Ich habe bei Käse die Erfahrung gemacht, wenn du zu viel in der Verpackung hast, du isst ja nicht permanent Käse, du hast den offen. Entweder er trocknet ja aus an den Kanten, was das kleinere Übel ist, oder es kommt schlimmer, er fängt an zu schimmeln an irgendeiner Kante. Und dann, naja, das muss nicht sein. Deswegen hole ich mir meistens diese Scheiben mehr im Maße, das reicht aus. Elinas Honig. Das mit dem Honig ist so lala, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist kein echter Honig. Also, wenn du dort echten Honig reinmachst in das Zeug, vor allem wenn es in den Kühlschrank kommt, der wird fest.
Das ist so eine Art, keine Ahnung, Honigmix mit irgendwas, aber wir müssen es jetzt auch nicht näher auswerten. Daraus machen wir keine Wissenschaft und daraus auch nicht. Ich hatte mir im letzten Einkaufsvideo schon sowas geholt. Ich habe mir die letzte besorgt. Ich habe mir gesagt, komm, hol sie dir. Dann hast du es halt Vorrat. Oder nicht schlecht, das Zeug. Und dann haben wir hier noch zweimal Kokosnuss Alpro. Alles okay, ich dachte schon, die Farben spielen zu verrückt, alles gut. Na, jedenfalls die Alpro Kokosnussmilch. Mensch, als Kinder. Bodenhaltung, Eier aus Lommatzsch. Den Ort kenne ich zwar nicht so gut, aber es kann nicht weit für uns sein. Ja, und hier steht halt immer dieses ganze wichtige Zeug drin, was sich kein Mensch durchliest, aber halt drin sein muss. Okay. Feuchttücher, ich hoffe unparfümiert, ich habe eigentlich darauf geachtet, feuchtübersensitiv. Besonders sanft reinigen, ohne Duft. Ja, genau, das wollte ich wissen. Das war das Wichtigste. Ich hatte nämlich dieses Mal eine etwas andere Sorte geholt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die ich davor mal hatte, schnell reißen beim Rausnehmen. Das finde ich voll blöd. Du bist gerade auf der Schüssel und dann greifst du nach sowas und dann hast du ein bisschen Fetzen in der Hand. Das ist so beschissen. Und zu guter Letzt, damit wir hier auch zur Rande kommen. Auch hierzu muss ich nicht viel sagen, rote Beete, wobei ich bedauere, dass das nur so ein kleines Glas ist. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, jetzt muss ich mal kurz hier Platz schaffen. Denn, ich hatte es ja versprochen, Mensch. Jetzt gucken wir uns gleich noch schnell das hier an. Es sieht zwar hübsch aus, aber auch das hier. Auch das will jetzt bloß nichts runterschmeißen. Ausgepackt sein. Was haben wir denn da? Pesto alla Genosef. Keine Ahnung. Ja, das macht man halt zu Nudeln. Ich weiß nicht, was ich persönlich dazu sagen soll. Pesto kann man ja auch selbst herstellen, aber es ist auf jeden Fall für mich eine schöne Zutat. Dann haben wir hier, das finde ich cool, Fleur de Sel, Marisa. Ein kleines Salzsäckchen, also hier, ja, das dürfte sogar richtiges Salz sein, wie ich es mag. Also, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, es ist Salz in der Packung. Ich hoffe mal, dass es nicht dieses Salz ist, das hier industriell verarbeitet worden ist, aber ich denke mal nicht. Sieht auf jeden Fall recht süß aus mit dem kleinen Säckchen. Ist auf jeden Fall ein hübsches Geschenk. Da, oh Gott, warte mal, ich muss aufpassen. Ich bedauere ein bisschen, dass es keine schwarzen Oliven sind. Und eingerissen hier. Gleich beschweren? Nee, nee. Grüne Oliven ohne Kern. Ich denke, die werde ich mir anbraten. Ich mag eher bei Oliven eher die schwarzen, aber das ist auch okay. Ich werde die anbraten. Und dann haben wir hier. Ach Gott, das ist ja alles ausländisch hier, Mensch. Kann doch keiner lesen. Italienisch. Pomatisai. Pomodassi Seculi. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen. Es tut mir wirklich leid. Aber. Ja, es ist halt italienisch. Getrocknete Tomaten, die kann man auch so essen. Die sind ziemlich lecker. Natives Olivenöl extra. Kaltgepresst. Kaltgepresst. Ich kann es gar nicht mal sehen. Reich an Polyphenole. Okay. Scheint nicht kaltgepresst zu sein. Ich werde es trotzdem nehmen. Es ist ein Liebesgeschenk. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Trüffelchips. Wie edel. Bin ich schon mal gespannt, wie die schmecken. Gut. Dann haben wir hier. Was ist das denn hier? Was ist das? Ist das Parmesan oder sowas? Hä? Das ist alles in einer Schrift. Das ist Französisch auf jeden Fall, aber keine Ahnung, was das sein soll. Warte mal, haben wir es in Deutsch irgendwo? Ah, also doch hier. Ach so, und hier sind die Zutaten. Waffeln mit Comté Käse und Pfeffer. Also Käsewaffeln heißt. Ja, okay. Wird auch mal probiert. Dann haben wir hier Le Girard. Schokolade. Milchschokolade.
Mindestens 40% Kakao. Naja, eine Schokolade halt. Okay, schön. Danke. Und jede Menge Krümelzeug, das jetzt drin liegt. Ich muss aufpassen, dass wir das nicht umkippen hier. Okay. Oh. Und natürlich Nudeln. Natürlich Französisch, Italienisch. Da dürfen Nudeln nicht fehlen. Cracana Napoli, 1876. Italienisch wahrscheinlich. Ja, Italienisch. Kann ich nicht viel zu sagen, wir werden sie irgendwann mal ausprobieren. Das sind ja alles Zutaten und die kann ich gut vertun, kein Wunder. Was den Kurbit. Ach ne, ich sehe gerade, ich wollte gerade sagen, den Kurb, den hebe ich mir auf, aber das ist ja auch eine Pappmasche. Boah, das stinkt schämig jetzt, ne? Das sieht aus wie Salat, ist aber ein bisschen Papierzeug. Ist auf jeden Fall eine hübsche Idee gewesen und das, obwohl ich eigentlich ziemlich nachlässig gewesen bin. Also ich hatte nicht Geburtstag. Aber bedanke mich bei meinem Küchenchef. Dann bis zum nächsten Video, das dann irgendwie ein Kochvideo sein wird. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.